Ein herzliches Willkommen zurück bei House of Ashes. Da sind wir wieder. Frisch angekommen hier bei diesem kleinen Militärstützpunkt. Und nun geht's zu einer kleinen Lagerbesprechung, während hier einer fleißig am Pumpen ist. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Naja, wenn die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme. Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Ah. Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Rachel und ich, wir kennen uns. Sie weiß, dass im Krieg alles erlaubt ist. Sir? Die Queen Bitch, wie Sie sagten, ist seine Frau. Toll, Hitzkopf. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Gut. Schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite. Warte mal, Rachel ist immer noch Erics Frau? Ich dachte, die sind schon lange getrennt. Lol. In Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Ja, genau das ist es. Vertraulich. Zu Beginn des Einsatzes der Survey Group muss nochmal betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Ab mit dem Kopf. Unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, kann ich nicht mehr weiterlesen. Ach, da ist sie ja, die Queen Bitch. Colonel King. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Mein Fehler. Alles eskalierte, ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ich bin jetzt Commanding Officer. Wollte nicht, dass du es so erfährst. Ehrlich.
Tut mir leid, Rach. Irgendwie bezweifle ich das sehr. Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich stelle sie durch. Name? Dr. Stokes. Oder nur Clarice. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Du hast was gefunden? Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Ich beantrage Luftunterstützung für alle Fälle. Unsere Vögel fliegen unter dem Radar. Das Lager ist im Zagros-Gebirge. Wir haben ausreichend Deckung. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich hab da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Eric. Wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen, war nicht meine Entscheidung. Puh. Also ich glaube hier im Team, also das mit den beiden ist glaube ich durch. Rach. Das ist es. Endlich, nach so vielen Jahren Arbeit. Das ist es. Das ist der Durchbruch, auf den wir gewartet haben. Und sie hat ihn schon betrogen. Es geht nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns.
Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rage. Seht ihr? Oh, das ist so ein scheiß Dreieck jetzt hier. Ich hab keine Ahnung, für wen ich sein soll. Für Eric oder den anderen Typen. Hey, vorsichtig damit. Oh, Mist. Sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, aber ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Da bin ich momentan noch nicht so wirklich, da habe ich mich noch nicht so ganz entschieden. Solange die Existenz unserer Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht vom Völkerrecht gedeckt. Mit Beendigung der Kampfhandlungen steigt die Gefahr, dass das Regime Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen beseitigen könnte. Die Survey Group muss schnell handeln, um Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen und das dort beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren. Unsere Verbündeten in der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unsere Geheimdienste verlässlich arbeiten. Wir erwarten baldige Meldung. Unterschrift Simon Fuller SG, Einsatzleitung, Directory of Human Intelligence, DIA, streng vertraulich. Denken Sie, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Fast? Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Wenn's hart wird, holt uns wenigstens die Luftunterstützung raus. So weit kommt es ganz sicher nicht. Wenn Sie meinen? Überrascht Sie das? Jetzt haben wir kein Weichei hier. An Amt des Direktors der CIA. Amt des Direktors der CIA. Die Missionsziele der Survey Group lauten: Koordination der nachrichtendienstlichen Kapazitäten sämtlicher Behörden und Streitkräften der Koalition. US, UK, AUS. Auswertung von Geheimdienstinformationen zum Zweck der Entdeckung, Sicherstellung und Dokumentierung von Personal. Einrichtungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Organisation und Leitung von Militäreinsätzen zur Entdeckung und Sicherstellung von WMD-Lagerstätten im Irak. Die Survey Group untersteht in direkter Linie CENTCOM und dem Direktor der CIA. Missionsergebnisse zur Unterstützung von Operationen Iraqi Freedom sollen ab dem 01.06.2003 vierteljährlich veröffentlicht werden. Ich finde das Laufen und Kameradrehen tatsächlich hier ein bisschen geiler als in Little Hope, muss ich sagen. Das ist ein bisschen besser umgesetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel hier nachkam. Eigentlich, ja, muss ja, ne? Wir haben den Trailer von dem Game gesehen. Das heißt, das Spiel hier kam danach. Haben sie ein bisschen besser mit dem Bewegen hier gemacht. American Overseas, Mission abgeschlossen. Präsident Bush erklärt Kampfhandlungen im Irak für beendet. Mandy Sherman hingerichtet. Mörder war in den letzten Stunden unkooperativ. Warte mal, wird das immer noch, ja, okay, das Blitzen geht nicht weg. Selbst wenn wir uns etwas schon angeguckt haben. Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Ist aber nur für den Rauch, sonst nicht. Ich mach mich mal nicht unbeliebt bei den Leuten hier. Die setzen wir nur zur Deckung ein. Verstanden? Verstanden. Nicht vergessen, Saddam verstößt gegen die Waffenkonvention. Wir nicht. Im Notfall macht es natürlich Sinn. Okay, das sind die Dinger, haben wir schon durchgelesen.
Gut, diese Wege werde ich mir sowieso niemals merken können. Aber wir wissen, wir werden immer im Laufe der Story erfahren, wo wir langlaufen müssen. Von daher passt das schon. Und hier ist auch nochmal eine Karte. Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen? Geben Sie mir mehr Waffen. Dieser Typ, Alter. Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Das will ich doch hoffen. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Und falls sich Iraker blicken lassen, puste ich sie verdammt nochmal weg. Sie haben Selbstvertrauen, Corporal. Brauchen Sie Hilfe mit der Kletterausrüstung? Ich bin hier. Ich komme schon klar, Colonel. Wir sind hier in Utah, Anführer. Ausrüstung. Typisch Bürokrat. Und machen uns, wenn auch nur zum Schein, ein bisschen beliebt bei den Leuten. Download fertig. Los zu den Helis. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Anders als bei den ganzen Teenage-Gruppen normalerweise. Oh, Salim Othman, stur und mutig. Sind wir diesmal bewaffnete Militärleute. Zane! Einer geht! Zane? Finde Zane, durchsuche Zanes Zimmer. Sehr geehrter Herr Zane Othman, Ihre Bewerbung um einen Studienplatz an der Highgate University im Studiengang Mythologie für das akademische Jahr 2003 und 2004 wurde angenommen. Das Semester beginnt am 2. September 2003. Für den Antritt des Studienplatzes müssen die nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden. Andernfalls werden Sie dieses Studium nicht antreten dürfen. Abschluss Ihres College-Studiums mit dem erwarteten Notendurchschnitt 1,3, Erteilung eines Studentenvisums für das Vereinigte Königreich. Uns ist bewusst, dass die aktuelle weltpolitische Lage Ihren Visumantrag und Umzug in das Vereinigte Königreich verkomplizieren könnte. Wir möchten Ihnen versichern, dass unsere Fakultät Ihren Visumantrag nach bestem Vermögen unterstützen wird. Seit 120 Jahren hilft die Highgate University talentierten jungen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dabei, auf persönlicher Ebene, in der akademischen Welt sowie im Arbeitsleben Erfolg zu haben. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrer Reise zum Erfolg zu begleiten. Mit freundlichen Grüßen Andrew McAllister, Director of Admissions. Ich hatte ganz kurz, als ich angefangen habe zu lesen, erwartet, dass da steht, wurde abgelehnt. Und das wird deswegen ihn gerade nicht finden können. Hallo. Ach so, auf der Rückseite ist dann noch... Haben wir auch noch eine Tochter? Schätze mal, das ist mein Geschenk. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Zane. Mein Sohn wird erwachsen. Mit Liebe, Papa. Das ist süß. Ich habe nur Angst, dass dem irgendwas passiert ist oder so. Ach so, hier ist gar keine Treppe oder sonst was. Ja, dann kann ich ja nur noch durch diese Tür hier gehen. Oder?
No? Hä? What? Soll ich hier rausgehen oder was? What the fuck? Hä? Hier ist doch das Haus schon zu Ende. Wo soll ich denn jetzt noch weitergehen? Ach, hier ist noch ein Gang. Lol, gar nicht gesehen. Aber wirklich überhaupt nicht. So eine Blindpese, ey. Das ist wahrscheinlich mein Zimmer, wenn ich jetzt mal schätzen müsste. Und da geht's weiter. Sehen? Aber er ist nicht da. Er ist aus irgendeinem Grund nicht da. Antike mesopotamische Mythologie. Dr. Shavki Amanat. Ja, da eventuelle Orte markiert. Loch Ness Monster. In der Nähe von Edinburgh. Sehen, Tanny. Gabel. Hallo. Hallo, Anna Salim. Salim. Salim Garkun. Abu Zain. Aber. Rجعت؟ أي رجعت. هو زين مع. مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعه كله بخير لا لا كله تمام اصل كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه كويسه لما يرجع ابعته لي حالا ما اقدرش اقول امتى أي وقت ابعتوا لي لو سمحت طبعا لا 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 يا ديني مش دلوقتي كابتن بصري أهلا أنا ملازم لازم نتحرك على طول أنت بتقول إيه سعادتك؟ العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتعرب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا Ich glaube, Rebelle springt hier nicht so wirklich viel. Der Mann, ich finde. Herr Galbet Orayib. Klaas, ihr Dorf. Die, Achim Mohimma.